Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Let's Play Murdered Soul Suspect. Ich habe hier gerade mal kurz mein Mikrofon noch ein bisschen schön hingerichtet. Ja, passt wunderbar. Wir sind ja auch gleichzeitig in einer neuen Aufnahmesession. Das heißt, ich habe das Spiel ja letztes Mal beendet gehabt, jetzt wieder neu gestartet. Und wir sind jetzt auch ein kleines bisschen weiter zurück als das letztes Mal. Weil wir jetzt hier wieder an unserem letzten Checkpoint geladen haben. Wusste ich jetzt auch nicht, dass das erste Mal, dass ich das Spiel mal beendet habe. Und das heißt, wir werden jetzt wieder ein bisschen uns reinarbeiten müssen. Also sprich, ich muss mich vor allem wieder reinarbeiten, weil es wirklich mehrere Tage her ist, als ich das letzte Mal das Spiel gespielt habe. Deswegen, ich muss echt wirklich wieder mal gucken, wie das alles läuft mit der Steuerung hier. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang das her ist, aber es sind wirklich schon mehrere Tage, als ich das Wochen eigentlich so zum Teil. Als ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Ich will nur das Ding da erledigen. Ah! Falsche Taste. Ich hoffe, der findet mich jetzt nicht hier. Ah, jetzt ist er wieder zurück. Perfekt. Ich hab jetzt die falsche Taste nämlich erwischt. So, aber jetzt nochmal. Ja, jetzt haben wir ihn geschafft. So, da unten haben wir den nächsten. Da werde ich aber wieder da außen rumlaufen. Das hat ja letztes Mal auch ganz gut funktioniert. Erstmal schauen, ob der da vorne noch ein bisschen näher kommt. Na komm, vor da hinten. Na komm zu Papa. Komm zu Papa. Also ich finde ja das Ambiente ja geil gemacht. Und wenn man sich die mal wirklich anschaut, die Dämonen da, die Bewegung von denen, das sieht so geil aus. Es ist ja einerseits ein bisschen schade, das habe ich ja neulich gelesen gehabt, dass der Publisher von dem Spiel kurz langsamer. Dass der Publisher von dem Spiel leider Konkurs angemeldet hat. Anscheinend haben sie in das Spiel ja noch so viel Geld und in Entwicklung reingesteckt und allen drum und dran, dass das dann auch die Erwartung nicht mehr gerecht wurde und dann doch nicht so viel verkauft worden ist. Obwohl ich wirklich finde, das ist ein sehr gutes Spiel. Aber laut meiner letzten Infos haben sie Konkurs angemeldet. Das sieht so geil aus, die Dämonen, wenn die da so angetanzt kommen. Also wenn ich wirklich, wenn es wirklich so ein Leben nach dem Tod gibt und dann solche Dämonen da rumhantieren. Das war jetzt knapp. Nein! Das war jetzt. Ja. Das war jetzt. Unschön. Das heißt, wir starten noch einmal hier. Da ist das Mädchen, was wir übrigens erfolgen müssen. Das war ja im Prinzip die Mission da hier. Ich will aber ganz gern alle Dämonen da hier erst einmal erledigen. Das heißt. Achso. Ich werde jetzt erstmal wieder da hier hinarbeiten. Weg. Oh, nicht schon wieder.
Komm. Was geht denn heute los hier? Vor allem, da gibt es ja anscheinend auch irgendwie keine Methode, um denen zu entkommen. Oder muss man die nochmal angucken? Also nochmal. Jetzt gehe ich doch mal ein bisschen direkter hier lang. Jetzt muss ich nur schauen. Da vorne ist der andere. Probieren wir erst nochmal den hier. Oh nein! So, wegrennen, wegrennen, wegrennen. Nein! Nicht schon wieder! Ich sehe nichts mehr! Man merkt, ich habe das Spiel schon länger nicht mehr gespielt. Eigentlich stört mich das bei Spielen immer ein bisschen diese Checkpoint-Geschichte, dass man, wenn man mal stirbt, immer ewig weit zurückgeht, weil ich weiß, dass wir letztes Mal wirklich schon eigentlich schon ziemlich weit gespielt haben. Und eigentlich stört mich das ein bisschen. Und es ist vor allem manchmal auch ein bisschen demotivierend, wenn man wirklich so weit zurück immer springt. So. Und zerstört. Getötet, besser gesagt. Jetzt gehen wir gleich hier lang. Was haben wir hier? Ne, das ist bloß ein Symbol. Da war hier oben nicht irgendwas. Halt. Ne, habe ich mich getäuscht. Komm schon, Mann. Kann doch nicht so schwer sein. Dann komm her und versuch du es. Okay, ich weiß, es ist schon. Ach, der Kotz ist jetzt im letzten Mal gar nicht reingegangen. Oh, da sitzt jemand drinne. Wer ist der Held? Was ist mit dem ganzen Mist? Okay. Hi, Kleiner. Wer war der Held? Mein Urgroßvater. Ich habe einige seiner Sachen auf dem Dachboden gefunden. Hab sogar einen Schluck aus seinem Flachmann genommen. Allerdings spricht keiner in der Familie über ihn. Ich denke, das liegt an seinen gruseligen Kriegsgeschichten. Muss toll gewesen sein, jemanden mit dem Bajonett aufzuspießen oder ihm das Hirn rauszublasen. Vertrau mir, Kleiner. Solche Sachen vergisst du nie. Du wirst dir nur wünschen, du könntest es. Na und? Er war ein Held. Ich würde alles tun, um so in Erinnerung zu bleiben. Stattdessen halten die Leute mich für einen Feigling, der Selbstmord beging. Tut mir leid, Kleiner. Ich hab's nicht getan. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich bin kein Feigling. Und wenn ich noch leben würde, würde ich jedem, der mich so nennt, die Kehle durchschneiden. Okay, okay. Heikles Thema. Versteh schon. So. Und da gab's doch aber noch was zu erfragen. Leute wie du werden es nie verstehen. Oh, was haben wir da hinten? Da hinten liegt was. Kommt man da irgendwie hin? Oder kommt man von irgendwie von da hier drinne? Vielleicht sogar dahin? Nee. Irgendwie muss man doch... wie auch immer. Also die haben wir ja uns das letzte Mal schon angehört, habt ihr hier. Deswegen überspringe ich die jetzt mal. Oh, da ist das Mädchen wieder. Ich will mal gucken, ob da hier irgendwo mal was ist, was ich übersehe. Oh, da kann man rein. Sammeln. Graffiti, Information. Glockworth Graffiti ist vermutlich nicht das Werk des Mörders selbst. Gefahr des Kultstatus an Offizier in der Nachbarschaft weitergeben. Halt. Nein. Sonst ist ja nichts mehr drin. Was ist mit dir, Mädchen? Ich weiß nicht, was das werden soll, aber... Endlich wurde auch Zeit, dass Sie jemanden schicken. Hören Sie, ich glaube, Sie verwechseln mich. Auf wen warten Sie denn?
Ach, wer soll sich um diesen Ort kümmern? Sehen Sie sich doch mal um. Das sind nicht nur Steine. Es sind Andenken. Auch wenn sich sonst niemand darum schert, ich weigere mich, meins zerfallen zu lassen. Vergessen zu werden. Okay, dann viel Erfolg. Ah, anscheinend eine Gestorbene, die ihr Grab sozusagen nicht verlassen will, weil sie den Leuten in Andenken bleiben will. Aber das, was ich letztes Mal hier, ich habe nämlich vorhin, bevor ich gestartet habe, da hier, nochmal mein letztes Video angeschaut. Und da war hier noch ein Hinweis gelegen und den habe ich eingesammelt gehabt. Das heißt, wir befinden uns hier im ältesten Teil des Friedhofs. Das ist auf jeden Fall noch dabei. 1660 gegründet wurde. War das vor oder nach? Na komm, Alter. Lass die arme Frau in Ruhe. Haben das alle gehört? Arme Frau? Diese junge Dame hat gerade gefragt. Sie und ihre Partnerin haben mich in die Todeszelle gebracht. Oder nach dem berühmten Prozess. Sekunde mal. Das, was du getan hast, hat dich da reingebracht. Nicht sie. Oh, bitte. Ohne sie hätten sie es nie rausgefunden. Du hättest den Stolz in ihren Augen sehen sollen, als sie mir den Sack über den Kopf zogen und mich mit Chemikalien vollpumpten. Sie tut gern so, als mache es ihr nichts aus, als sei sie stärker. Aber ich weiß, dass es das tut. Ich kann es sehen, wenn sie schläft. Willst du sie für den Rest ihres Lebens heimsuchen? Nein, ich warte auf ihren Tod. Und ich will einen Sitz in der ersten Reihe. Dann werden wir eine kleine Unterhaltung führen. Aha. Sie hat sich das selbst zuzuschreiben. Gedanken lesen. Wahrscheinlich schon Taten, über die man nicht spricht. Okay. Warum traten hier so viele Erkrankungen auf? Den Teil mögen Sie wohl sehr. Gut, wir müssen uns aber jetzt um das Mädchen kümmern. Gibt es überall Bereiche zum Verstecken. Ich weiß nicht, ob da hier Dämonen rumschweben. Oh, was liegt denn da? Na? Hallo? Was ist das? Ja, das kann man anscheinend irgendwie nicht nehmen. Okay, dann gehen wir mal weiter hier hoch. Gelbfieber, Gedenkkette. Viele tapfere Arbeiter aus Salem, die den Panama-Kanal möglich machten, der den Welthandel veränderte, starben 1904 in dieser Einrichtung am gefürchteten Gelbfieber. Oh, ich habe das Gefühl, dass hier irgendwo Dämonen sind. Ein bisschen umschauen. Was bist du für einer? Na, komm, ich will dich was fragen. Dr. Trottles Befunde. Es geht nichts über ein gutes Buch. Wessen Hand ist das? Machen wir lieber mal das. Wessen Hand ist das? Nun, das war nur ein Opfer im Namen der Wissenschaft. Ein Opfer aus Fleisch? Klingt mehr nach Voodoo als nach Wissenschaft. Manche mögen es so nennen, aber sie vergessen den Zweck der Wissenschaft. Die Welt um uns und die Kräfte, die sie beherrschen, zu verstehen. Nur weil die Forschung manchmal etwas unappetitlich sein mag, sollten wir uns nicht abwenden. Abgesehen davon habe ich jetzt viele Exemplare zum Arbeiten. Sie haben an diesen Leuten experimentiert? Die meisten sind ohnehin so gut wie tot. Ich rette, wen ich kann. Der Rest wird sinnvoll eingesetzt. Das waren Menschen, keine Versuchskaninchen. Ja, ja. Wenn es ihnen nichts ausmacht, ich habe zu tun. So. Da werden wir keine großen Informationen mehr kriegen. Ich hoffe, ich bin ja auch richtig wegen dem Mädchen, was weggerannt ist. Da geht's auf jeden Fall hoch. Ich sehe das nicht. Da sitzt auf jeden Fall eine. Ich muss erstmal kurz noch weiter hier um. Und frage mal das Mädchen. Ist da hinten noch irgendwas? Nein. Der Baum ist blöd positioniert.
Was war das für ein Ort? Und was war das für ein Ort? Ich weiß es nicht. Ich habe Sie sagen gehört, es sei eine Art Weltlazarett oder so. Bitte, bringen Sie mich hier raus. Es ist nicht das, was Sie sagen. Nicht mit ihm hier. Dr. Trotter. Ich verstehe nicht. Du meinst, das war kein Lazarett? Was war es dann? Ein Schlachthaus. Ich wünschte, ich könnte helfen. Das tue ich wirklich. Es tut mir leid. Ein anscheinend nicht so netter Arzt, der das Ganze hier gemacht hat, der das alles nur ausgenutzt hat. Vielleicht natürlich hat er das schon gemacht mit guten Hintergedanken, sprich, dass er Krankheiten heilen könnte und so weiter. Aber will ich gerade dahinter, ist nicht noch irgendwas? Lass mal da hochgehen. Aber leider sind seine Wege dahin nicht wirklich ehrenhaft gewesen. Wie kann ich denn eigentlich nochmal durch Wände laufen? Ah, das Mädchen. Hey, ich bin auf deiner Seite. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen. Oh. Warum kann sich jeder bescheuerte Geist außer mir teleportieren? Ich muss rausfinden, wie das funktioniert. Ah, jetzt kommt Teleportieren. Halte gedrückt, um eine Zielmarkierung anzuzeigen. Bewege die Markierung mit den Maus und lasse los, um teleportieren. Okay. Ah, geil. Very nice. Ah, so kann ich dann auch durch Wände gehen. Ah. Geilomat. So, wo ist das Mädchen jetzt hin? Ach, ich bin hier in einem ganz anderen Raum. Guck an. Vor lauter Gebüsch und so Zeug habe ich immer Angst, ich übersehe irgendwas. Da hinten ist auf jeden Fall noch irgendwas. Gehen wir erstmal da hinten hin. Ah. Noch zwei mehr zum Aufdecken der Geschichte. Ich muss auf jeden Fall dann irgendwann mal das ganze Zeug mal durchlesen. Fiebermittel. Na, da kann man durch, wie es ausschaut. Da will ich jetzt aber noch nicht hin. Ich will erstmal da hinten noch schauen. Da ist nichts mehr. Okay, dann gehen wir doch mal dahin. Ich versuche mal da hinten aus dem Raum rauszukommen. Da ist das Mädchen. Warte mal, ja? Mann, Mädchen. Was soll das? Also ich möchte den schon ganz gerne so richtig hinterher teleportieren, aber ich will mir das alles auch anschauen da hier. Weil das ist echt cool gemacht. Nur. Da ist ja jemand drin. Niemand hat's verdient, so zu enden. Ich wünschte, ich könnte dem zustimmen. Aber es ist alles meine Schuld. Ich ließ die Leute glauben, ich sei jemand, der ich nicht war. Sie nannten mich einen Kriegshelden. Dabei war ich nur ein Feigling. Jahrelang erzählte ich grausige Geschichten davon, wie ich den Feind vernichtete. Aber das waren bloß Lügen, mit denen ich mir Freibier an der Bar erschlich. Ich war nie im Gefecht. Tja, irgendwen wirst du verärgert haben, sonst wärst du nicht hier. Er wollte mich als Betrüger bloßstellen. Also versuchte ich, ihn umzubringen. Aber er hat durchschaut, was du vorhattest. Zusammen mit einigen Freunden schleppte er mich hierher und überließ mich meinem Schicksal. Keiner hat je nach mir gesucht. Sie schämten sich wohl zu sehr. Ach, sei nicht so hart zu dir selbst. Ich habe schlimmere Kerle als dich hinter Gitter gebracht. Aber als Geist müsste der doch da eigentlich rauskommen, oder? Entfernen. Enthüllen. Okay, das andere war nicht 2, sondern 11. Den kann ich noch hochlaufen.
Und nochmal enthüllen. Also ich versuche wirklich hier überall lang zu laufen und all diese Hinweise und sonstige Sachen zu finden. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass ich auch alle finden kann. Ich will auch ehrlich gesagt nicht, gerade wie jetzt da hier. Eigentlich finde ich das damals ein bisschen blöd gemacht. Weil man sollte hier eigentlich einem Mädchen hinterher rennen. Und nicht hier die ganze Zeit nur langsam rumlaufen und Sachen suchen. Deswegen, einerseits habe ich den Drang, dem Mädchen wirklich hinterher zu rennen. Andererseits will ich hier natürlich auch nach allem suchen. Oh, Kameras. Warte mal, jetzt gucke ich erstmal ganz kurz hier rein. Kann man da reingucken? Kann man sich eigentlich irgendwie ducken? Okay, es hat jetzt nicht so viel gebracht. Ich will erstmal hier in die Dinger hier reinschauen. Oh, da ist jemand. Ein ruhiger Ort zum Lernen. Hast dir einen ruhigen Ort zum Lernen ausgesucht? Bist du auch drauf eingefallen? Wann lassen die mich hier raus? Ich bring diese Verbindungstypen um, sobald ich hier rauskomme. Naja, wann hast du das letzte Mal versucht, einfach rauszugehen? Könnte einfacher sein, als du es in Erinnerung hast. Ach ja? Wie das? Die Tür lässt sich nicht von innen öffnen, du Genie. Wirst schon noch drauf kommen. Tja, der weiß anscheinend noch nicht, dass er tot ist. So, jetzt erstmal kurz den Hinweis noch sammeln. Es ist nicht mal ansatzweise vorbei. So viele Tote. Aber wahrscheinlich werden es nur noch mehr werden. Ich kann nur annehmen, dass dieser Friedhof bald noch voller werden wird. Jo, Erinnerung an die Profilerin 3, schrecklich, Angst vor weiteren irgendwas. Gut, wir werden jetzt hier dann... Hier ist Travis, der Geisterjäger, und wir sind in Salem, Massachusetts. Wegen der grauenhaften Geschichte dieser Stadt ist sie eine Brutstätte für Geister. Suchen einige dieser gequälten Seelen, dieser schreienden Trugbilder aus vergangenen Tagen der Stadt immer noch diesen Friedhof heim? Schreiende Trugbilder? Travis, meinst du nicht, das ist etwas übertrieben? Okay, cut. Dwayne, wie oft habe ich dir das schon gesagt? Korrigier mich nicht bei laufender Kamera. Aber das kannst du in der Show nicht sagen. Da lachen die Leute uns doch aus. Oh Mann, gerade wegen der Übertreibungen schalten die Leute ein. Okay, tut mir leid. Fang noch mal an. Alles klar, Kamera ab. Travis, der Geisterjäger hier und wir sind in Salem. Wie ihr wisst, ist es wahrscheinlich, dass sich an diesem Ort bedingt durch seine gewaltsame Geschichte paranormale Aktivitäten häufen. Was? Was war das? Definitiv ein paranormales Ereignis. Ich habe es auch gehört. Hier ist eine Präsenz. Ein Geist. Hallo? Versuchst du mit uns zu kommunizieren? Warte, jetzt ist es da drüben. Ja, natürlich noch Gesten nicht schlecht, dass man wirklich sieht, wie die da rüber gehen. Jo, wir werden auch in die gleich nochmal ein bisschen eindringen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Jo, ich habe jetzt mal am Anfang ein bisschen gebraucht, wieder in das Spiel reinzukommen, weil es ist wirklich Wochen her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Letztes Mal habe ich ja gleich viele Folgen am Stück gesuchtet und dann habe ich natürlich auch einige Folgen schon im Voraus gehabt. Jetzt langsam brauche ich wieder ein paar Folgen, gerade weil ja auch momentan bei Star Trek Online das PvP-Event läuft, muss ich schauen, dass ich ein bisschen hinterherkomme. Und, aber ich glaube, langsam komme ich wieder rein. Ich werde jetzt noch ein paar Folgen aufnehmen, damit ich wieder ein bisschen was auf Reserve habe. Freue mich auf jeden Fall schon, wie die Geschichte weitergeht. Vor allem, was mit dem Mädchen ist, weil das sah irgendwie so aus, als ob ich nicht sprechen könnte. Aber das werden wir uns alles dann in der nächsten Folge anschauen. Freue mich schon. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.